Wow, 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 Kopf runter, Kopf runter. Scheiße. Ja, das ist okay. Stabilon einsehbar. Hier um das Ding rum hier irgendwie mal. Hier muss es eigentlich durchgehen. Wow. Okay, hier ist ein Mauerdurchbruch. MG hinlegen und mal vorne an den Mauerdurchbruch krabbeln. Der Rest ein bisschen aufteilen, vielleicht einen. Ich könnte das MG unterstützen mit dem Vektor oder so. Ja, mach das mal. Hier, Alpha, komm. Einsicht auf Feindeinheiten, schweres MG vermutlich Richtung. Ah, Scheißteil, Moment. 184 Grad. Ich wiederhole 184 Grad. Markant Sandsackmauer. In Verlängerung dazu befindet sich am BMP-2-Frack. Distanz? 480 Meter. Moment, ich lese nochmal. Ja, hier Alpha. Ja, müssen um die 480 sein. Wir haben, glaube ich, ein schweres MG gesichtet. Werden versuchen, das jetzt näher zu spezifizieren, was das ist. Lou, du hast doch ein optisches Visier, oder? Was? Ah, nee, nicht Lou, sorry. Soldier, du hast doch ein optisches Visier, oder? Jo. Das wäre dann deine Aufgabe, denn ich glaube, wenn wir da draufhalten, dann kriegen wir direkt irgendwie großkalibriges Feuer rein, das wäre ganz schön uncool. Okay, nochmal, ich habe eben gefunkt, wo ist das jetzt genau? 184, markant Sandsackmauer, linke Seite, in Verlängerung, Verkürzung zum BMP-2-Frack. Distanz 480 Meter, auf den Punkt. Ja, ich sehe. Kannst du den ausschalten? Ja, einen Moment. 480 Vielleicht Meter. Wartest jo. Du, bis der Helikopter über ihnen ist, dann können sie den Schuss nicht sogar identifizieren. Stimmt, ja. Wobei, das ist vielleicht ziemlich riskant. Oder wenn sie selbst feuern. Warum kann ich denn jetzt hier die Waffe nicht? Scheiße. Oder ist das ein schweres MG? Ich weiß nicht, auf jeden Fall hockt da jemand. Und zieht auch in unsere Richtung, glaube ich. Kann ich mir auch nur einbilden. Ich scanne nach weiteren Schützen. Die anderen Schüsse kommen vermutlich entweder aus dem Raum hinter der roten Lagerhalle, der für uns nicht einsehbar ist, oder innerhalb des Gebäudekomplexes. Ja, der Mine. Ich werde das versuchen. Oh. Beweg dich, soll das MG Sperrfeuer drauf geben? Nee, negativ, negativ. Okay. Alles klar, meine Damen. Dann einmal mir nach altbekannte Position. Hier lang, hier lang, hier lang. Gut, hier aufstellen. Alles klar, wir werden jetzt versuchen, wenigstens ein bisschen Feuerüberlegenheit herzustellen und den Jungs zumindest mal zu zeigen, dass sie es hier nicht mit Weicheien zu tun haben. Pass auf, Lou, du als MG, du solltest dich hier ganz gut in die Ecke legen können. Hinter der jetzt gerade der Lieutenant steht. Ja, ich werde dir Spotting-Hilfe geben. Steffi, du hältst dich bereit und kannst gelegentlich vielleicht mal im Ecken feuern, aber du hältst dich grundsätzlich zurück. Das bedeutet, der Hauptfeuerkampf wird von mir mit dem mit der vergrößerten Optik geführt und dem MG. Wir beide wirken zusammen, alles klar? Jo. Feuer und Effekt. Okay, Lieutenant. Eine Quatsch, Scheißposition, genau hier. Hört. Erstmal, ich gucke, ob sich dort hinten was. Wo gucke ich? Da. Ob sich da hinten noch die Jungs an den Sandsäcken befinden. Ja, positiv, pass auf. Die Entfernung beträgt 400 Meter, ja? 480 Meter. Aha. Du gibst auf mein Zeichen Sperrfeuer auf diese Sandsäckbarrikade. Ich sehe keine Sandsäckbarrikade. Auf diese Erdaufstellung. Ja, Frage, haben Sie mitgehört, komm. 480. Eigenem, bleib liegen, ja, sonst schieße ich dir den Kopf. Feuer, wieder, stopfen, 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 nach rechts verlegen, hopp. Nach rechts verlegen. Und bleiben. Ist noch einen gut? Jo. Der eine war verdammt knapp an deinem Bein.
Granate raus. Okay, Jungs, der Pilot ist verstorben. Scheiße. Verdammt. Bravo wird jetzt wieder im östlichen Teil Richtung Süden vorrücken und dort so ein bisschen den Feuerkampf aufnehmen. Und ja, genau. Mach erstmal hier ein bisschen Feuerkampf. Ich werde mal Richtung Westen verschwinden und so ein bisschen die Situation dort Richtung der Kaserne ausspielen. MG auf meine Position. Jo. Kreuz. Steffi, mit mir. Oh, Beschuss immer noch. Naja. Ja, lass uns irritieren. Sobald der Beschuss aufhört, hältst du deinen MG einfach mal ein bisschen um die Ecke und gibst ein bisschen Feuer rein. In der Zeit verlegen Steffi und ich auf die andere Seite und gucken, ob wir vielleicht eine bessere Feuerposition weiter im Südosten haben. Alles klar? Dann geh ich vor. Zeig dich nicht, bis du feuerst. Ja, ja. Einfach ein bisschen blindes Feuer raus. So, stopfen! Nachkommen! Lade. Warten. Okay, Steffen, lass mich an die Ecke. Lade. Gut, pass auf. Blue, bist du in der Lage, dir die den etwaigen Winkel zum Feind zu merken? Ja. Achtung, unten bleiben! Dann rauchen wir unsere Position ein und du gibst ein bisschen Sperrfeuer aus dem Nebel raus, alles klar? Jo. Okay, zu eurer Information. Achtung, Springer! Zu eurer Information noch ganz kurz: der zweite Pilot ist auch verletzt, der lässt sich jetzt von Bravo verarzten. Ja, da müssen wir irgendwie alles dran legen, den jetzt auch noch über die Runden zu kriegen, sonst haben wir keinen Piloten mehr. Alles klar, Achtung, Blue Ausführung, sobald er raufsteht. So, man würde, wenn er steht, ich gucke schon mal in die Richtung. Wind müsste gleich abdrehen. Also, hier ist ordentlich Rauch. Naja, der Wind sollte... Ich glaub, die ist gebounced. Ja, passt. Kurz warten. Alles klar, auf geht's. Fahrt einfach um die Ecke rum. Ich hätte mit. Runter! Weiter. Leon? Ja? Schaffst du das dann, dieses eine Gebäude da oben irgendwie eine Granate rein zu hämmern, eine HE? Jupp, bist dich hinbekommen. Weißt du, welches ich meine? Ja, ich glaube. Ich habe drei HE-Granaten. Da hockt oben einer drin. Ich muss mir die Entfernung holen, warte. Ja, warte, ich kann auch. Und weiter ein Rauch einfallen. Wie viele Magazine hast du noch, Blue? 6,5. Check. Blue? Mhm. Dein Feuer ist sehr unpräzise, die schlagen alle 20 Meter zu früh ein. Okay. Ein bisschen höher. Steffi. Wow. Lade. Oh, scheiße, wie wichtig, Mann. 400 Meter. Ja, check. Alpha, hör. Wow. Weg da. Alles klar, ich verlege nach rechts, halte die Position auf mein Zeichen Sperrfeuer. Ich wiederhole noch einmal auf mein Zeichen Sperrfeuer. Verstanden. Los. Wow, ich muss zurück. Muss Sperrfeuer unterbrechen. Verstanden, komm wieder zurück. Ich konnte keine Feindeinheiten ausmachen. Im Gebäude, ne? Ich stehe im Gebäude auf jeden Fall auch. Und von rechts kommt auch definitiv noch Feuer. Oh. Gott sei Dank hält diese. Wow. Der war an dich adressiert.
bitte. Sprung. Ich springe. Warten. Steffi, du fühlst dich gut da drüben? Ja. Super. Okay, Jungs, wir haben eventuell Feind in den Favelas. Wenn. Lieutenant, wäre das okay, wenn Sie den übernehmen, also wenn Sie unseren Rücken absichern, wenn ihr das Vollgefecht ja, wird? Mach, genau das mache ich. Als Info, Bravo ist jetzt im Norden von uns und wird jetzt im Westen von uns einmal die Favelas absuchen. Wir haben nämlich im Norden irgendwo Feuer abbekommen. Also wenn wir Beschuss hinter uns hören, dann kann das eventuell Feind sein. Ich werde den Rücken so gut es geht abdecken. Alles klar, doppelte Vorsicht. Noch weitere Sachen, ansonsten müssen wir fortsetzen. Setzen Sie fort. Ich warte, einen Moment, ich gucke noch mit meinem Teleskop. Sollen wir vielleicht leiser sprechen und funken? Nee, funken nicht, aber wenn es nicht nötig ist, dann halt mittlere Lautstärke, also untere. Ja, hört man mich noch? Ah ja. Ja, ich hört noch. Gut, ich feuer gleich ein bisschen in die Richtung. Wir wollen jetzt eigentlich einfach nur an der Lücke hier vorbeikommen, Position noch ein bisschen verschieben. Dementsprechend, sobald der Beschuss ein bisschen geringer wird. Ich halt einfach gerade mal ein paar Mal drauf und ihr springt, alles klar? Jo. Jo. Auf mein Zeichen. Mein Zeichen ist das Ballern. Alles klar, abbrechen. Was siehst du? Links halten, links halten. Ja, Bravo. Friendlies. Links halten. Bravo, Audiokontakt. Ja, Freunde. Eigene. Ui, der Tracer ging aber drüber. Ich hoffe, dass das hier genau ist. Ja, das könnte sie abgelenkt haben. Übernehmen Sie das Funkgerät zur Not einem Ihrer Soldaten. Komm. Schau mal schnell, ob ich getroffen habe oder so. Keine Ahnung. Ja, warte. Zu tief. Die sind 185, die ich gerade hingeschossen habe. Das sind Sandbarrikaden. Wir kriegen aber auch von den dicken Gebäude irgendwo her. Ja, nur noch 10 Meter noch. 10 Meter noch. Schicksalsschuss! Jawohl, der ist gut, der ist gut. Komm schon, zieh Baby. Der war auf jeden Fall hinter dem Ding, oder? Wir könnten die Chance nutzen, von Bravo gedeckt vorzurücken unter Rauch. Wir haben eine ganz gute Austrittsposition. Ja, richtig. Pass auf, dann würde ich vorschlagen, wir werfen zuerst Handrauchgranaten, damit wir hier drüber kommen und danach, end der Bewegung, schießen wir noch mit Unterlaufgranaten. Machen wir so. Okay, warte mal, ich muss kurz. Alles klar, ich lade Rauch. Ja, ich auch. Schuss. Ich spreche mich kurz. Habt ihr gehört, Männer? Ja. Handrauchgranaten auf welche Distanz etwa? Warte mal, Moment. Sind 400 Meter ungefähr. Ja, gerade so, dass wir. Wir wollen zur roten Halle, richtig? Ja, pass auf. Wir müssen jede Seite ein bisschen abgedeckt haben. Pass auf, ihr könnt Richtung Südost werfen. Ich mit der Unterlaufgranate komme ein bisschen weiter, da kann ich das Sichtfeld der Grabenschützen auf uns vernebeln. Okay. Achtung, nicht vergessen, wenn okay, ihr jetzt hier Mann, werft. Pass auf, alle. Ja, Eagle 2 verstanden, danke für die Information. Pass auf, hinter dem westlichen Gebäude sind offensichtlich gerade mehrere Einheiten, die versuchen, die wahrscheinlich da zusammenzuflicken. Das heißt, wir werden jetzt hauptsächlich den Rauch Richtung Westen schmeißen, natürlich auch ein bisschen was nach Osten. Und wir werden jetzt sofort Richtung dem roten Gebäude fortrücken. Ich sag, was ist denn so noch Bravo? Alles klar, Rauch geht schon raus, ja? Alpha, komm. Rauch geht schon raus? Ja, schmeiß Rauch. Bravo, alles klar. So eine Scheiße. Nächste Granate. Steffi, ist sie gegen die Wand gefallen? Ja. Achtung. Bravo. Ja. Pass auf, wir werden jetzt auf das Gebäude. Bisschen heftiger werfen. Diese rote Lagerhalle vorrücken. Das war volle Reichweite. Da gerade viele Verwundete. Wir müssen los. Sind und wir werden es sofort los. Oder? Ja, lauf. Das heißt, wir werden das. Alles klar. Los geht's. Los. Weiterlaufen, immer weiterlaufen. Nächstes raus. Granatfeuer. Ja. Weiter, nicht stehen bleiben. In unsere Westflanke schießen. Kein Rauch mehr. Runter. Fuck.
hier. Ich glaube, Leon ist am Boden. Scheiße. Nicht in diese Öffnung, nicht in diese Öffnung. Erstmal hinter dem Ding bleiben. Alle da? Leon ist am Boden. Scheiße. Wo denn? 10 Grad vor dem Strauch. Das ist Selbstmord. Scheiße. Lied ausgefallen. Bravo, hier Alpha, komm. Erstmal halten. Bravo, hier Alpha, komm. Leon ist wieder aufgewacht, glaube ich. Haben wir noch Rauch? Guck mal Leon an, dass er herkommen kann. Leon. Scheiße, scheiße, er ist umgekippt. Ah, verdammt. Wach auf. Soll ich es riskieren? Dann ich. Ja, jetzt dann, ne? Rauch steht. Ja, deswegen. Los. Bravo von Alpha kommt.